Die letzten Jahre waren für uns Menschen von Dingen geprägt, mit denen wir in unseren kühnsten Träumen nicht gerechnet hätten. Den Begriff Pandemie mussten die meisten erstmal googeln. Fast zeitgleich waren da der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise. Die Menschen sind verunsichert, machen sich Gedanken, wie alle Kosten noch zu stemmen sind. Behält man gerade als Hausbesitzer einen kühlen Kopf, dann kann man sich in puncto Energieversorgung unabhängig machen. Ein Unternehmen, welches sich gerade auf der Überholspur befindet, ist in Zwickau ansässig. Energiewende ist in aller Munde. Frank Fischer, Chef von Autarkstrom. Wir haben uns heute auf der Gemarkung in Hirschfeld verabredet, weil es was Neues zu berichten gibt. Ja, absolut. Wir freuen uns sehr, dass der Baustart heute für unser neues Projekt begonnen hat, hier am Standort in Hirschfeld. Wir werden hier eine ganze Menge investieren, um letzten Endes auch dem Kundenauftrag gerecht zu werden, nämlich dem Wunsch nach erneuerbarer Energie, insbesondere für unsere Region, hier einen Leuchtturm zu errichten, indem wir ein Verwaltungs-, Lager- und Logistikzentrum errichten. Und das wird hier am Standort Hirschfeld entstehen. Zurückschauend, Autarkstrom. Wie sind Sie dazu gekommen? Was machen Sie heute? Wie viele Mitarbeiter? Wie sind Sie aufgestellt? Also wir hatten die Firma gegründet am 31. Juli des Jahres 2012. Und das war der Startschuss letzten Endes für uns in die erneuerbare Energie. Wir wussten also, irgendeinmal wird es soweit sein, dass das Thema Ressourcenverbrauch auf der Erde, CO2-Vermeidung, Klimaneutralität, Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen, Unabhängigkeit von Öl und Gas, ganz wie elementares Thema ist, nicht zuletzt durch die Inflation, nicht zuletzt durch den Ukraine-Russland-Krieg, ist der Wunsch nach Unabhängigkeit elementar. Und es ist natürlich auch nachhaltig, weil wenn wir so weitermachen und würden unsere Erde um 1,5 Grad weiter klimatisch erwärmen bis zur Jahrhundertwende, wird unsere Welt auch nicht mehr so aussehen, wie sie aussieht. Und wir haben also dort schon mal einen elementaren Auftrag. Und so sind wir gestartet 2012 und sind heute in 5 Bundesländern mit 8 Standorten unterwegs und freuen uns heute, über 100 Mitarbeiter bei uns im Gesamtunternehmen begrüßen zu dürfen. Wir haben uns ja im Vorfeld schon mal unterhalten. Es sind vor allen Dingen junge, motivierte Leute, die gut ausgebildet sind. Für unsere Zuschauer, wer sich dafür interessiert, was tun Sie genau? Also es geht los bei der Beratung für eine Photovoltaikanlage, weil jedes Projekt ist individuell. Das Ganze gepaart letzten Endes mit der Möglichkeit der Sektorenkopplung. Sektorenkopplung sind zum Beispiel die Nutzung von Photovoltaikenergie für den Solarstromspeicher, für die Wallbox, für den Pool, für die Klimaanlage, für die Wärmepumpe. Das sind alles Themen, die uns allumfänglich beschäftigen. Und genau das ist unser Thema. Dort beraten wir. Wir planen, wir finanzieren, wir errichten und nehmen die Anlagen mit eigenen Mitarbeitern in Betrieb, komplett. Das ist natürlich das Schöne, denjenigen vor Ort zu haben, nicht weite Wege zu haben, sondern wenn was ist, auch Ansprechpartner zu haben. Absolut. Wir gehen ja heute auch Garantieversprechen ein, die bis zu 30 Jahren sind, insbesondere für das Produkt Module. Und hier geht es einfach darum, dass man mit dem Kunden eine 30-jährige oder längere Beziehung eingeht. Und diese Beziehung ist natürlich gepaart nicht nur mit der Installation oder dem Verkauf der Anlage, sondern auch mit der Betreuung vor Ort. Es ist ja so, dass viele sagen, ey, das ist unheimlich teuer. Aber ich glaube, Sie sagen, so teuer ist es gar nicht. Na, so teuer ist es auf der einen Seite nicht, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, wenn wir unsere Kosten für Energie beispielsweise in eine Finanzierung einsetzen, dann könnte man heute beispielsweise 1:1 diese Kosten relativieren gegen die Investitionskosten, sodass der Kunde am Ende in seinem Portemonnaie eigentlich gar nicht spürt. Ist es denn so, dass nur die Adressaten die Häuslebauer sind oder könnten auch Firmen daran oder davon partizipieren? Also insbesondere durch die Neuausrichtung im CO2-Bereich, CO2-Neutralität bis 2050, sind natürlich jetzt die kleinen, mittleren Gewerbeeinheiten oder auch Großbetriebe natürlich gut beraten, sich letzten Endes ihre Energiekonzepte beraten zu lassen. Und das machen wir auch. Also auch nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im gewerblichen Bereich sind wir dort aktiv. Wenn unsere Zuschauer diesen Beitrag heute sehen, sich interessieren, wie kann er sie aktiv erreichen? Ja, zum Beispiel unter www.autarkstrom.eu oder unsere Zwickauer Telefonnummer. Wir sind also hier in Zwickau an 4 Standorten unterwegs, sind in Thüringen, sind in Dresden, sind in Chemnitz, sind in Leipzig, in Marktredwitzhof, in Magdeburg, sind in Kassel. Also wir haben schon einige Dependancen geschaffen und unser Ziel muss es natürlich sein, unser Konzept und unsere Projekte auch bundesweit auszurollen.
Wir werden hier schauen, wie die Reise weitergeht. Ist ja heute erstmal der Erdaushub. Wir werden es begleiten. Und ich denke, wenn wir zur Eröffnung uns dann hier wiedersehen, werden wir mit einem Gläser Sekt anstoßen. Auf jeden Fall. Zunächst erstmal haben wir jetzt die Grundsteinlegung. Dann haben wir irgendwann mal das Richtfest. Und wir gehen davon aus, dass wir im Herbst nächsten Jahres dann auch die Schlüsselübergabe für das neue Projekt haben und können dann für 35 Mitarbeiter hier neue Arbeitsplätze schaffen. Mit ganz modernen Bedingungen, behindertengerechte Arbeitsplätze, E-Mobilität von den Ladestationen, Carport für die E-Bikes, die Mitarbeiter bei uns leasen können. All die Dinge, die einen modernen Arbeitsplatz ausmacht. Wir haben eine sehr hohe Frauenquote. Wir zahlen unsere Mitarbeiter übertariflich. Also alles Themen, die einen attraktiven Arbeitgeber auch ausmachen. Und da gehört es auch dazu, auch die Rahmenbedingungen auch von den Gebäuden und auch von der Infrastruktur herzustellen. Und das, glaube ich, das haben wir mit diesem Projekt auch dann getan. Und wer sich vielleicht dafür interessiert, hätten Sie denn noch Kapazitäten, Leute anzustellen? Also herzlich gerne. Also gerade im Bereich der Installation sind wir ständig auf der Suche. Auch im Bereich der Elektroinstallation sind wir ständig auf der Suche. Auch im Bereich der EDV, im Bereich des Marketings, in allen Facetten, die man sich vorstellen kann, sind wir erste Ansprechpartner, sehr gerne Ansprechpartner und würden uns über jede Bewerbung freuen.